Hallo, wie geht's dir? Ich habe mittlerweile ein Sommerkleid und Sommerschuhe angezogen. Und ich habe ganz viel Lust auf ein Wiedersehen. Ich möchte dir ein Wiedersehen vorschlagen. Es sind schon gewisse Lockerungen da. Daher dachte ich, wir sollen ein Wiedersehen machen. Natürlich werden wir achten. Ich bitte dich auch zu achten, dass wir voneinander ein bisschen weit stehen. Nimm bitte deinen eigenen Mundschutz mit. Den werden wir auch brauchen. Und den werden wir brauchen, nicht nur, wenn wir mal ein bisschen miteinander sprechen, auch wenn wir mal sprechen ein bisschen. Ich habe gedacht, wenn wir bei unserem Wiedersehen ein bisschen Zeit am Ende haben, nach der Besprechung, kann man ein bisschen sprechen. Und dafür braucht man einen Mundschutz. Die Mundschutz sind jetzt Gold wert. Ich habe keine in der Grundschule. Du musst deinen eigenen bringen. Ich habe für mich, aber du bringst deinen eigenen Mundschutz, wenn du ein bisschen was sprechen möchtest. Ohne das geht es nicht bei Sprechen. Und die Handschuhe habe ich da. Die brauchst du nicht mitzubringen. Also wie gesagt, ich habe einen Vorschlag auf ein Wiedersehen und ich zeige dir, wo soll das stattfinden. Nicht ganz so in der Grundschule, so im Innenhof von Grundschule. Komm mit, ich zeige dir. Unserem Innenhof. Hier sind schon einige Arbeiten von uns gemacht, zum Beispiel Street Art. Das ist eine tolle Wand. Da ist genügend Platz, dass wir uns platzieren und eine Besprechung machen. Das ist ein großer Hof. Das ist keine Kunstschule, wo so wenig Platz ist. Hier können wir auch Abstand halten. Was hält ihr davon? Hat ihr Lust auf ein Wiedersehen? Komm, zeig deine Bilder. Was hast du gemalt in diesen 2 Monaten? Ich möchte es gerne sehen. Ich möchte mit dir auch gerne besprechen, wie machen wir es weiter? Wie lange soll ein Online-Unterricht sein? Aber hier draußen ist vielleicht eine Möglichkeit, dass wir ein Wiedersehen zu machen. Ein vorsichtiger Wiedersehen. Wir schauen natürlich, dass wir Vorschriften nicht brechen und dass wir auf das achten. Aber draußen hier gibt es viel Platz und ich hoffe, es klappt. Diese Wand ist nämlich von uns besprengt. Das ist Street Art. Das haben wir vor einigen Jahren mit Jugendlichen besprengt. Das steht immer noch. Das ist ein großer Hof, ihr habt gesehen. Man kann sich hier treffen. Wir werden uns übrigens auf Boden wahrscheinlich hinsetzen. Daher, wenn du magst, bring bitte dein Kissen oder irgendwelche Unterlagen, auf welche du sitzt. Ich habe ein paar Fragen an dich. Wie lange soll ein Kunstunterricht, Online-Unterricht dauern? 20 Minuten? 30 Minuten? Eine Stunde? Wie viel ist zu wenig?
Wie viel ist zu viel? Das kannst nur du mir sagen. Ich möchte dich auch fragen, was fällt dir in einem Unterricht, Online-Unterricht? Natürlich außer persönlicher Kontakt. Das fällt mir auch. Wie kann man es verbessern? Das kannst auch nur du sagen, weil du praktizierst diese Unterrichte. Welche Themen möchten wir noch machen? Sind wir von Farben schon satt und sollen wir mal zeichnen beginnen? Welche Themen, welche Ideen sind dafür? Bring die Ideen mit. Was hättest du gerne gewünscht, dass wir zeichnen?